Ich glaube, dieses hier ist der neue Weihnachtsbaum, also sieht wirklich schick aus. Ich selber habe leider noch keinen, aber ich glaube, das ist er hier. Der Arthur hat uns eben mal einen Kampf geteilt, wo wir ihn sehen. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Katoto, beim Clan True Warriors. Und endlich im Update angekommen. Ja, ich wollte eigentlich gestern Abend ganz genüsslich hier mit meinen Freunden im Discord das Update hier feiern und mich schon mal so ein bisschen einlesen etc. Bin ich nicht zugekommen. Denn wenn es irgendwo brennt auf der Arbeit, dann musst du da ran und ich habe dann gar nichts mehr gemacht gestern. Also bin jetzt erstmalig überhaupt in diesem Update drin und die ganzen Update-News hier musste ich mir auch erstmal reintun. Ich habe das Ganze heute auch mal auf Deutsch gestellt. Also es gibt hier natürlich die Änderungen für Rathaus Level 11 und tiefer. Also die Truppenkapazität auf Rathaus 11 steigt auf 260. Das heißt also, wir müssen die Armeelager ausbauen. Heldenlevel. Barbarenkönig und Bogenschützenkönigin können jetzt bis Level 50 erreichen. Also das ist schon sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ihr wisst das selber, ich bin ja noch nicht so lange RH11. Also ich habe, mein Pärchen ist 40, 42 und ich habe reichlich zu tun. Morderkennung und Prävention deutlich verbessert. Zahlreiche Balanceänderungen gibt es vor allen Dingen. Unter anderem stärkere Golems auf den niedrigeren Level. Ich glaube auf Level 1, 2 und 3. Und auch ein paar andere Truppen haben dort ein bisschen mehr Healpoints bekommen und geringerer Schaden pro Sekunde für den X-Bogen auf niedrigen Leveln. Das weiß ich noch nicht, ob das nur Rathaus 9 und 10 betrifft oder ob das die X-Bogen betrifft auf den niedrigen Level, also auf 1, 2 und 3. Das muss ich erstmal sehen. Wie gesagt, ich bin heute erstmalig hier in dem Update drin. Deswegen seht ihr die Folge auch heute Nachmittag erst und nicht heute Mittag. Es ist einfach mal so, gerade jetzt auch zwischen den Weihnachtstagen, vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, schaffe ich sicherlich nicht mehr, jeden Tag euch ein Video zu präsentieren, denn ich bin ja auch nicht mehr so oft zu Hause. Jetzt vor allen Dingen um die Weihnachtsfeiertage sind wir extrem viel weg und da seht es mir nach, dass ihr nicht jeden Tag eine Folge bekommt. Ich versuche natürlich so viel wie möglich für euch festzuhalten, damit wir hier möglichst viele Kämpfe sehen und sammeln. Aber es gibt jetzt magische Gegenstände. Magische Gegenstände mit magischen Eigenschaften, also ein bisschen hier oben, also die beiden Sachen hier, Clanspiele und magische Gegenstände, glaube ich, sind so ein bisschen, ja, Clash Royale lässt grüßen, da hat man das ja auch eingeführt. Das bindet den Spieler natürlich noch viel mehr in das Spiel ein, weil man natürlich im Clan etwas machen muss, um gewisse Sachen zu erreichen. Das finde ich, eigentlich finde ich es gut, denn das Clanleben hier sind unheimlich viele Spieler online zu einer ganz, ganz komischen Zeit eigentlich, wo hier vielleicht 1, 2, 3 sind hier teilweise zweistellig die Leute und machen hier diese Eigenschaften und diese Clanspiele vor allen Dingen. Gehe ich aber gleich mal drauf ein. Und die magischen Gegenstände sind natürlich wirklich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Denn wenn wir jetzt sehen, dass wir ein Armeelager 14 Tage ausbauen müssen und können es mit einem magischen Gegenstand sofort fertigstellen, das ist natürlich krass. Aber den muss man auch erstmal bekommen. Gestern habe ich mich noch mokiert, dass es keinen Sammlerschub gibt. Heute gibt es ihn, also super 7 Tage Sammlerschub. Richtig krass, es gibt den Santa-Spell auch wieder zu bauen. Das kommende Ereignis, den Eismann hier, da freue ich mich besonders drauf, denn den Eismagier habe ich immer noch nicht in Clash Royale. Habe ich immer noch nicht, es ist eigentlich der Hammer. Aber auf den freue ich mich natürlich wieder ganz, ganz besonders. Und es gibt hier natürlich, die Spiele haben begonnen. Restzeit noch einen Tag, 20 Stunden. Mal sehen, was ich davon schaffe. Denn ich habe, da muss ich jetzt mal hier reingehen. Ja, wenn man hier jetzt reingeht, kommt man direkt in die Clanspiele. Man kommt natürlich auch in die Clanspiele, indem man die hier oben diese Karre klickt. Wenn man hier, glaube ich, auf Zelt klickt, warte mal. Nein, darauf klickt, auf die Kracher, dann ist so ein kleines Feuerwerk da. Finde ich richtig niedlich und ihr seht das hier, ich habe auch schon ein bisschen begonnen. Also ich habe mir erstmal dieses Clanspiel rausgesucht hier. Ich habe jetzt also noch 7 Stunden und 9 Minuten Zeit, mir eine einzige Zauberfabrik zu schnappen. Also ich musste nur 3 Stück zerstören, dafür bekomme ich 50 von diesen Errungenschaften hier. Ich weiß nicht, ob es schon Errungenschaften sind. Und wir haben auch schon reichlich reingearbeitet hier. Ihr seht das, man kann dann auch sehen, wer hat eigentlich schon was gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, wie viel man machen kann. Und ich habe ja noch nichts gemacht, tauche hier also noch nicht auf. Und man kann dann auch hier schon die Belohnung sehen. Und wenn die Spiele vorbei sind, kannst du aus jedem freigeschalteten Bereich eine Belohnung auswählen. Das ist natürlich nicht schlecht. Das heißt also, man hat hier die Wahl zwischen Gold, Elex hier beim ersten, was wir jetzt schon freigeschaltet haben. Und
wo wir jetzt schon am zweiten arbeiten. Also 2500 haben wir uns das zweite freigeschaltet. Hier gibt es also eine energiegeladene Elixier beschleunigt deine Armeeproduktion, indem es die Effizienz von Kasernenzauberungen und Heldenregeneration erhöht. Das wirkt im Heimatdorf. Also auch diese Spiele hier vor allen Dingen sind hier in beiden Dörfern zu spielen. Ich glaube, ich habe hier, das ist ja ganz dynamisch hier. Im Moment ist, glaube ich, nichts für das dunkle Dorf da, beziehungsweise für die Bilderbase. Aber ich habe hier eben schon eine Errungenschaft gesehen. Da musste man auch in der Bilderbase etwas spielen. Auch nicht schlecht. Also ja, mal gucken, wie ich hier so im Update ankomme. Und ich finde es ein bisschen zu wenig Winter. Ich glaube, auf den großen Büschen liegt schon ein bisschen mehr Schnee. Auf den anderen Sachen, ja, eigentlich, ich hätte mir ein bisschen mehr Schnee hier im Dorf erwartet, denn hier hat nur jedes Gebäude so ein bisschen was hier. Wenn wir mal hier den Bogenschützenturm begucken, naja. Ja, die größte Änderung natürlich hier also Armeelager erstmal jetzt gründen. 9 Millionen ein Armeelager. Ich habe 2 Bauarbeiter frei. Ich mache auch mit den Bauarbeitern die Armeelager in erster Sache, denn mein Magerturm sind fertig geworden. Einfach nur mal kurzer Update-Status und noch meine Kanone. Und die baue ich jetzt erstmal nicht weiter, denn die laufen natürlich auch ein paar Tage. Erstmal jetzt die Lager machen und die größte Sache, die man, glaube ich, diskutiert hat hier im Update, sind natürlich die Inferno-Türme, die ja jetzt gegenheilbar sind. Und ich hatte das noch gar nicht gesehen. Keiner wusste jetzt, wie stellst du jetzt die Inferno-Türme hin? Machst du die auf Single oder auf Multi? Und ich habe eben mal einen Kampf gesehen. Also so ein bisschen sehen wir natürlich hier auch Clankrieg, gar keine Frage. Denn jeder war natürlich interessiert. Fallen jetzt viel mehr Dreier hier? 10 auf 10. Oder 10 auf 11, sogar 3 Sterne hier. Denn das ist ja eine Rathaus 11 Base, die der Juli hier macht. Mit Infernus, aber ohne Adler. Und ihr seht das hier, die X-Bogen stehen alle. Na, hier stehen 2 Stück auf Boden und der untere steht auf Boden-Luft. Und wir gucken uns jetzt einfach mal den Queen Walk hier an. Denn hier kann man das mal richtig schön beobachten. Also die 40er Queen hier, die muss er jetzt schon zünden. 4 Bogenschützentürme. Das geht nicht. Und jetzt kommt auch noch der King dazu. Also richtig krass. Hier schön den Gift geworfen. Und ihr seht das in seiner Armee. Unten hat er noch Drachen dabei, hat ein paar Loons dabei und ein paar Zauber. 2 Blitzzauber, so wie ich das sehe, und ein Erdbebenzauber. Sicherlich, um eine Luftabwehr wegzumachen. Aber wir wollten uns ja den Queen Walk hier anschauen. Und jetzt ist die Queen im Fokus des Infernos. Und ihr seht das hier. Sie wird hochgeheilt. Die wird richtig krass hochgeheilt. Ich denke mal, mit Heilzauber und 4 Heilern im Gepäck schafft auch eine Queen es nicht, ein Single-Inferno letztendlich, wenn der voll aufgeladen ist, entgegenzuheilen. Denn der macht ja richtig DPS dann. Und deswegen, ja, vermutlich stellen jetzt ganz viele den Inferno-Turm gerade wegen den Queen-Walks hier auf Single, um den wenigstens entgegenzuwirken. Denn ihr seht das hier, wie weit die Queen durchgeht. Ja, wie weit die Queen durchgeht. Jetzt kommt er hier, das wollen wir nicht verpassen, mit seinem restlichen Squad hier rein. Hat jetzt schon 39%. Ja, Rathaus steht hier natürlich an der Seite. Und hier nach wie vor Ziel, 2 Sterne auf den 11er von einem RH10er. Und ich glaube, da kommt er auch ganz, ganz gut hier jetzt in diese Base hier rein. Beziehungsweise seine Drachen kommen hier ganz gut rein. Jetzt hat er seine 2 Sterne schon. Also echt nicht schlecht gemacht hier. Und jetzt kommt da zwar ein bisschen Clanbuch raus, der Babydrache hier, ja. Das schafft der Drache noch und die restlichen Truppen stehen dann natürlich jetzt erstmal blöde rum. Der Drachen ist jetzt erstmal abgelenkt und macht hier die Skelette. Ja, kriegt er jetzt natürlich die ganze Zeit Inferno, Tesla-Feuer, aber alles nicht so schlimm. Ihr seht das hier, wie viele Prozente das vor allen Dingen noch am Ende werden. Also schön gemacht hier und ich denke mal, ja, so ein bisschen der Queen Walk hat natürlich auch ein bisschen was dazu beigetragen, nämlich prozentual was rauszunehmen hier aus dem Dorf und ich glaube, hat er hier ganz gut gemacht. Jetzt kommen hier noch die Skelettfallen. Die lenkt er jetzt noch ab mit den Mauerbrechern. Kann man mal machen. Also schön gemacht hier vom Juli. So, ja, ich will ja auch jetzt ein bisschen Update spielen, glaube ich. Also Ziel war ja ein bisschen, das Lager hier zu machen. Ich muss hier echt erstmal ankommen und muss erstmal runterkommen. Und ich weiß auch gar nicht im Dunkeldorf, ob es da was gab. Das, was ich aber weiß, was ich jetzt im Dunkeldorf mache, damit ich nicht auf die Idee komme, mir ein Paketchen zu kaufen. Ich mache dieses Paket hier, mache ich jetzt erstmal kaputt, indem ich jetzt nämlich die letzte Defense hier rausbringe. Endlich kann ich es machen. Es hat jetzt wirklich ein paar Tage gedauert. Und die 2 Millionen hier, die 2 Tage, die soll mein Bauarbeiter jetzt erstmal bauen, die Kanone hier. Und die bauen wir mal hier oben. So, jetzt bin ich hier erstmal blank und jetzt müsste das Paket, ist jetzt auch weg. Also,
Ich komme nicht mehr zum Geld ausgeben, super, aber ich komme hoffentlich noch zum Farm. Meine Armee ist am Start, ich habe geboostet und ich würde sagen, ja, hauen wir einfach mal rein. Mal gucken, was wir hier finden und vor allen Dingen, wie schnell wir was finden. Muss man gerade sehen. Ich mache mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da war ein. Den nehmen wir mal mit und ich erzähle euch einfach mal ein paar Sachen noch vom Wochenende. Ihr habt sicherlich gemerkt und ich hoffe, ihr wart nicht allzu enttäuscht, dass ich am Wochenende nicht gestreamt habe, denn ich habe ja in der Woche zweimal gestreamt, habe euch Videos vom Event gebracht und ich war einfach auch so ein bisschen, ja, ich muss sagen, so ein bisschen platt. Es war gar nicht mal so unanstrengend, diese ganze Streaming-Geschichte in der Woche mit dem Event. Und, oh, da sind sie gut durchgegangen, okay. So, ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren, wo ich hier noch ein bisschen was rausziehen kann. Und deswegen, ja, seht es mir nach, dass ich nicht mehr gestreamt habe. Aber wenn ihr Bock auf einen Weihnachtsstream habt, also am 23. wäre ja eigentlich ein Tag, wo Toto sich hinsetzt und eigentlich einen Stream bringt. Wenn ihr das unbedingt wollt, das überlasse ich tatsächlich einfach euch mal. Dann einfach ein Hashtag Weihnachtsstream, wenn ihr der Meinung seid, am 23. schön einen Tag vor Weihnachten nochmal einen schönen Stream mit mir, einen schönen Samstagabend hier mit Clash of Clans verbringen, ganz, ganz chillig, mit ein bisschen Clankrieg, mit ein bisschen Rumgefarme, mit ein bisschen Diskussionen mit euch, dann hinterlasst mir das ruhig. Ich schnappe das mal auf und arbeite das ab, so wie ich das immer sage. Würde mich natürlich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns vor Weihnachten nochmal sehen hier im Spiel, hier bei Clash of Clans. Und ziehen wir mal die Helden hier mit rein. Da lassen wir uns mal nicht lumpen. Und ich glaube, wir nehmen auch mal die Clanbook. Ah, oh, ne, die Clanbook brauchen wir nicht. Mal sehen, was wir hier noch mitnehmen. Ich glaube, den, ja, das sieht ganz gut aus. Ich weiß noch nicht, was ich mit meinem Gold mache. Ich kann mir vorstellen, dass ich Mauern mache. Ich weiß es aber noch nicht genau. Und gewinnen will ich hier nicht. Hoffentlich habe ich die Zauberschüssel jetzt mitgenommen. Gebe das Ganze mal auf hier. Ja, ist ganz gut. 400.000. Damit kann ich leben. Und habe jetzt schon, ich habe den Erfolg immer noch nicht. Doch, ich habe den Erfolg, oder? Ah nein, ich habe die Schüssel nicht mitgenommen, so ein Scheiß. Och, Toto. Mann. Eieiei, ich habe die Schüssel nicht mitgenommen. Na, da muss ich jetzt nochmal dran. Wir haben ja gleich eine Armee wieder am Start. Und so, gleich erster Klick hier. Wo ist die Schüssel? Dass wir die nicht vergessen hier. Da oben ist sie. So, okay. Aber ihr habt das gesehen hier, das war jetzt echt mal ein Glückstreffer. Den kann ich jetzt gleich mit der nächsten Armee mitnehmen hier. Das war jetzt echt mal ein Klick, ohne dass ich suchen und schneiden muss. Das ist natürlich umso besser. Klar hat er hier auch noch viel in den Sammlern drin, beziehungsweise in den Lagern drin. Aber das ist jetzt mal nicht so schlimm. Ich denke mal, wir klauen ihm hier trotzdem ganz, ganz nett was weg. Ich glaube, das kann ich mal hier mit Lakaien machen. Da kommt, glaube ich, nichts ran. Das kann ich auch mit Lakaien machen. Den kann ich auch mit Lakaien machen. So, dann kann ich hier nämlich gleich noch vielleicht ein großes Lager raushauen. Und ich darf sie nicht vergessen. Ich muss die Schüssel hier mitnehmen, damit ich den Erfolg auch kriege. Denn ich bin mal gespannt, ob ich gleich noch ein Event danach spielen kann. Beziehungsweise noch wieder eine neue Errungenschaft. Und wie viel man eigentlich machen kann hier. Da bin ich mal gespannt gleich. So. Ja, so ist auch immer eine doofe Floskel. Wo haben wir denn jetzt schön noch ein paar Lager? Da haben wir noch Lager. Da haben wir allerdings auch X-Bogen, die ballern. Ah, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen hier über Ecke mal rein. Wir ziehen hier mal über Ecke rein mit unserer Armee hier. King hinterhergesetzt, Queen hinterhergesetzt, Mauerbrecher. So, da hat auch gerade der Minenwerfer geschossen. Also meine Barbaren haben jetzt erstmal nur abgelenkt. Und schnell reingeklickt hier. So. Oh, die sind da ja schon durch. Das ist ja krass. Das ist ja super. So, mal gucken, wie weit wir jetzt bis zu den Lagern kommen hier. Ich zünde immer relativ schnell meine Helden, um möglichst viele Truppen hier in der Base zu haben. Das sind ja immerhin 20 oder so Truppen mehr. Und mal sehen, die Queen hier jetzt. Ach komm, Queen. Eieieiei. Die muss ich eben mal aufhalten hier. Halt an, Mann. So, komm. Jetzt booste ich die Queen nochmal. So, Ende im Gelände hier. Jawohl, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Ja, was ich mit meinem Gold mache, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Und ich glaube, ich bin hier erstmal angekommen. Hab hier jetzt, ja, hab sogar einen Stern gemacht. Jetzt bin ich mal auf die Errungenschaft gespannt.
Und da haben wir sie fertig. Sie ist abgeschlossen. Ich habe 50 Punkte da, glaube ich, für bekommen. Und das sieht man jetzt sicherlich auch im Clan hier. Wo bin ich? Hier bin ich. 50. Okay. Alles klar. Die kann ich machen und kann auch eine neue Herausforderung machen. Ah, da muss ich mich mal jetzt einlesen, was ich eigentlich machen kann. Etwas mit Miner, mit Riesen. Was muss man hier mit Riesen machen? Verdiene 6 Sterne in Mehrspielerkämpfen und setze dabei Riesen ein. 8 Stunden Zeit. 100 kriegt man dafür. Ja, muss ich mal gucken, was ich mache. Das suche ich mir gleich mal ganz, ganz in Ruhe raus. Was macht Sinn? Ich diskutiere das hier auch mal im Clan. Und ich muss mal eben sehen, ihr seht das hier, 7 von 50 sind online. Also richtig gut hier. Ich hoffe, ihr seid gut im Update angekommen. Ich lese mich jetzt erstmal ein. Die Folge kam jetzt für euch nachmittags. Ich hoffe, das ist auch nicht so schlimm. Ihr werdet auf jeden Fall wieder von mir natürlich CK sehen. Also CK nach Update wird sicherlich geben. Und bis dahin, euer Toto. Best.